Hallo liebe Eltern und hallo liebe Freunde des Schuhwidu-Kanals. Heute zum passenden Anlass, weil wir haben ja so diese Übergangszeit zwischen Herbst und Winter oder beziehungsweise kommen jetzt von dem Sommer in den Herbst hinein. Und nachdem wir ja schon ein Video über die Kleingrößen abgedreht haben, wollen wir natürlich die großen Größen nicht vergessen. Also, wen es einfach interessiert, der bleibt dran. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Hallihallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die uns heute wieder zuschauen. Nachdem wir uns ja schon dem Thema kleine Schuhe oder Übergangsbereich zugewendet haben, wollen wir natürlich auch die großen Größen oder die Größen ab Größe 36 nicht ganz vergessen. Weil eigentümlicherweise nimmt ja eigentlich hier irgendwo jeder an, dass also ein Kinderschuhladen nur Schuhe bis Größe 35 führt. Ist natürlich dem nicht so. Weil wir haben es ja sehr oft mit Kindern zu tun, die jetzt mit 10, 12 Jahren schon jenseits dieser Größe liegen, weil auch schon heutzutage Schulanfänger mit einer Größe 35 starten. Wo sollen die dann hingehen? Ich weiß, ab 36 und 34 geht es ja auch schon im Damenbereich mit los. Aber welches Kind, sind wir doch mal ganz ehrlich, was sich noch im Wachstum befindet, hat wirklich diesen Fuß und diese Fülle, einen Damen- oder Herrenleisten auszufüllen. Deswegen ist es mir immer ein besonderes Anliegen zu zeigen, dass auch Kinderschuhgeschäfte meistens bis zur Größe 38 führen oder so wie wir, so lange wie es geht, also bis zur Größe 40 und 42. Und auch hier für diese sogenannte Übergangszeit möchten wir euch einfach mal ein paar ganz tolle und coole Modelle vorstellen. Das Wichtige wäre vor allen Dingen mit zu sagen, auch hier braucht der jugendliche Träger auf Komfort nicht zu verzichten. Also fast alle Schuhe haben dann im Übergangsbereich eine Texmembran, sind also wasserdicht ausgestattet und sorgt natürlich für weitaus trocknere Füße, als wenn ich der reine Turnschuhträger bin oder die Converse Vans, wie auch immer, bevorzuge. Hier komme ich also wirklich trockenen Fußes durch die jetzt kommende kühle und vor allen Dingen auch mitunter recht nasse Jahreszeit. Und egal, ob ich dann sozusagen auch mal im Barfußbereich unterwegs bin, Köl sei hier, oder Girl, wie sie sich nennen, sei jetzt hier mal genannt, auch hier haben wir zum Beispiel Modelle bis zur Größe 40, 41. Ja, auch da ist natürlich wieder mit Texmembran zu rechnen. Ein wunderbares Modell, schon leicht mit Fließfutter, Schuhwollfilz, ich sage, Entschuldigung, war falsch. Vlies ist es nicht. Vlies ist ja Synthetik aus Polyester. Hier haben wir es mit Schurwollfilz zu tun und demzufolge wirklich wertig, hochwertig in der Verarbeitung. Leicht, bequem, super fluffig und trotzdem wasserdicht. Ne? Gefettete Obermaterialien sorgen noch dazu von der Optik her, dass also sozusagen Regen und Feuchtigkeit abperlt und gar nicht erst nach innen dringt. Ein weiterer großer Vertreter für die schönen Modelle im großen Bereich ist zum Beispiel bei uns Wado. Die führen wir bis Größe 41 und da gibt es für die Jungs so die klassischen Sneaker und es gäbe aber auch zum Beispiel für die Mädels so richtig lässige Chelsea Boots. Mal ein bisschen kürzer, mal ein bisschen modischer im Schaft, wie der hier ein bisschen höher gehalten, aber auch da bleibt im Grunde genommen bis Größe 41 kein Mädchenwunsch offen. Natürlich haben wir es hier mit klaren Linien zu tun, weil ich könnte mir vorstellen, dass ein Mädchen mit Größe 36, 38 nicht mehr unbedingt auf Pailletten und Blink-Blink steht, weil wir sind ja dann schon ein bisschen cooler in der Erscheinung und wir möchten auch natürlich coole, mega tolle Schuhe haben. Die gibt es also. Nicht zu vergessen, auch hier wieder, wer so ein bisschen die edlere Variante bevorzugt, natürlich Tellio. Wunderbare, schöne Modelle, so reinweg als Sneaker gemacht, aber mit einem tollen Leder, auch hier wieder mit einem tollen Wollfilz innen drinne und natürlich mit einer tollen Optik. Auch da gibt es verschiedene Modelle, gerade für die Jungs, schön mit Schnürung. Dadurch, dass ich jetzt mal andere Lieferanten hier mit präsentiere, habe ich den Tellio sozusagen nur in dieser wunderbaren Mädchenoption mal präsentiert. Nicht zu vergessen ist natürlich auch noch der Kickers, mal so ein bisschen lässig, ein bisschen urban, ein bisschen stylisch gemacht. Mit Stoßkappe oder wie sagt man, grober Sohle, Innenreißverschluss logischerweise und eine richtig markante Sohle, die natürlich jetzt absolut in die Jahreszeit passt.
Der nächste Anbieter, den wir eigentlich auch sehr gerne und sehr gut verkaufen, auch bis in die großen Größen, sind halt sozusagen die Modelle von Frodo. Da habe ich mal hier so ein leichtes Trekking-Modell herausgesucht, was wir also auch bis in die großen Größen führen. Oder hier diesen stylischen, klassischen Chelsea-Boot, wasserdicht gehalten für die Mädels in einem schönen dunkelblauen Navyfarben Glattleder. Herz, was willst du mehr? Und wem das alles noch nicht reicht, dem setzt sozusagen der Däumling noch die Krone auf. Auch hier gibt es klassische Modelle wie diesen Desert Boot, Schaftstiefel und diverse andere Modelle, sogar bis Größe 42. Also, wasserdichtes Kaltfutter, das heißt also jetzt optimal für die Übergangszeit. Etwas wärmer als normales Lederfutter, das versteht sich von selbst, aber wie sagt man so, schnell trocknend. Und natürlich hier in einer Optik, wo ich sage, die kommt gar nicht erst aus der Mode. Und so ist es natürlich mit vielen Modellen auch. Man spricht schon so diesen klassischen Modegeschmack mit an, weil ja dann auch bei den Mädels wird ja der Schuh meistens dann über ein Jahr getragen. Oder bei den Jungs halt. Das heißt, ich ziehe den Frühling wie Herbst an. Und da möchte man jetzt natürlich nicht unbedingt jetzt mehr so den großen Farbwechsel haben. Man beruht sich, es wird alles etwas ruhiger, gediegener und so weiter. Aber trotzdem muss ich immer wieder sagen, Modelle, die auf jeden Fall von der Optik ansprechen. Oder ganz ehrlich, welche Mami könnte zu dem Schuh selbst in Größe 40, 41 Nein sagen? Man sollte es vielleicht mal auch probieren, allerdings muss ich immer wieder sagen, der Jugendleisten ist schmaler als der klassische Herren-Damenschuh. Ganz einfach, weil der jugendliche Fuß ja noch nicht ausgebildet ist und noch nicht diese gestandene Breite aufweist wie die Erwachsenenfüße. Dennoch, Herren und Damen mit schlanken Füßen könnten also gerne hier mal vorsprechen und mal probeweise in so einen tollen Schuh mit reinrutschen. Also, wie wär's? Bis zum nächsten Mal.